Wir gucken jetzt gleich durch, was rausgekommen ist, mehr oder weniger, bei unserer Charity-Kampagne, dem Charity-März. Heute ist der letzte Tag und boy, oh boy, ich kann euch sagen, es wird auch wieder Zeit, dass ich ordentlich reinbaite. Es sind 1000 Subs ausgelaufen jetzt Ende des Monats. Es wird Zeit, dass ich ordentlich reinbaite. Es war ein harter Monat für mich. Also, Kinderhospiz Berliner Herz, Mission Lifeline Seenotrettung, Klimaaktion Wald und Quartier. Unterkunft für Menschen ohne Obdach mit Tier. Wir gehen jetzt erstmal hier bei Kinderhospiz Berliner Herz rein. Ich glaube, das ist da, wo am meisten reingekommen ist. 17.700 Euro. Maschila. Dann Mission Lifeline Seenotrettung. Das sehen wir ja auch gerade. Ich hatte gerade den Banner eingeblendet. Das waren 11.150 Euro. Dann Klimaaktion Wald. 14.211 Euro. Und dann last but not least Quartier. Das sind 15.327. Damit sind wir insgesamt bei 58.388,37 Euro. Uiuiui, das ist eine Menge Geld. Diesen Monat blutet nicht nur euer Portemonnaie, sondern ich weiß, ich bin ein privilegierter Gewinner der Pandemie. Darum blutet auch meins. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, die 60.000 Euro vollzumachen. Mit einer weiteren Spende von 1.700 Euro. Deswegen, jetzt bin ich so mit 10.000 Euro drin. Damit ist es offiziell 60.088,37 Euro. Montana Black wäre stolz. In einem Monat. Good job, Chat. Sind 60.000 jetzt eigentlich viel, wenn ich mir dieses Lego-Ding anschaue? Um den merkwürdigen Kommentar mal aufzugreifen, 60.000 Euro sind eine Menge. Es ist natürlich für Standards eines Casinoabends von Monte vielleicht nicht so viel. Ich weiß auch nicht wirklich, welche, I don't know. Ja, ich denke, es ist viel. Es sind 4 Kampagnen. Persönlich hatte ich erwartet, dass es gerade bei Kindern wesentlich mehr geworden wäre. Du meinst das ernst, ne? Interessant ist es, da es relativ nah beisammen gewesen ist. Die Spendensuppe, und da muss ich nicht armselig nennen. Ich möchte gar nicht wissen, wie Stay in seinem Monat nicht macht, beziehungsweise Placement. Dafür finde ich für recht 60.000 relativ wenig. Das ist dein Ernst, oder? Das ist wirklich dein Ernst. Wir haben 60.000 mit diesem Stream über einen Monat gesammelt. Ich habe selber 10.000 gegeben und das reicht dir nicht, ja? Ist das okay? Ist das ernsthaft? Wie viel hast du gespendet, wenn ich fragen darf? Also was ist dein Beitrag gewesen? Spendenshaming, really? Ich mache sowas generell nicht. Spendenshaming? Ja, du betreibst Spendenshaming, weil dir die Summe nicht hoch genug war. Und du anhand meines Einkommens, das du nicht kennst, ermessen hast, dass ich nicht genug gebe. Du hast geschrieben, dass dir das nicht genug ist. Und schade, das ist Spendenshaming, weil du meinst, ich müsste mehr geben anhand deiner spekulativen Umsetzung meines Kontostandes. Quark schreibst du, ich möchte den Satz nochmal vorlesen, weil du kommst ins neue Video rein. Herzlichen Glückwunsch. Möchte ich dir gratulieren, denn Sommer geht's noch. Ist eine neue Videokampagne, die du schreibst, und ich werde dich jetzt mal ein bisschen überfahren, okay? Und ob du dabei bleiben willst oder nicht, das kannst du dir jetzt aussuchen. Aber ich mache mich kurz für dich warm, ja? Zieh dich warm an. Okay, du hast deinen Kommentar eröffnet mit folgendem Argument. Sind 60.000 eigentlich jetzt viel, wenn ich mir dieses Lego-Ding anschaue? Verstehe. Damit meinst du wahrscheinlich die Lego-Kampagne, die gemacht wird aufgrund der Tatsache, dass Lego einen Container von Johnny's World, das ist ein Bausteine-YouTuber, zurückgehalten hat und da wurde wesentlich mehr umgesetzt. Wir haben jetzt im Kontext, um das in den richtigen Kontext zu stellen, in einem Monat mit diesem Stream ohne jegliche Promotion, mit dieser Reichweite dieses Kanals, 60.000 Euro gesammelt. Ich selber habe gesagt, okay, wir sind in Pandemiezeiten, ich versuche was zurückzugeben, 10.000 Euro, knapp sitzen 9.700, glaube ich, oder sowas gegeben. Viele Leute haben viel Geld ausgegeben, viele Leute haben auch gerade nicht so viel Geld, weil die im Gegensatz zu mir tatsächlich in Kurzarbeit sind und halt mit der Pandemie zu kämpfen haben. Also du hast es vielleicht mitbekommen, ne? Ich habe mich dazu entschlossen, in einer Zeit in dem März und nicht auf den Dezember zu warten, weil ich glaube, dass solche Spendenkampagnen auch immer ein bisschen zentral im Dezember gemacht werden. Das finde ich nicht so gut. Also habe ich im März meine Spendenkampagne gemacht. Wir haben den ganzen Monat damit durchgearbeitet. So, das ist die Erklärung so und so. Also das ist erstmal die Grundvoraussetzung. Jetzt kommen wir auf den nächsten Kommentar. Du schreibst, es sind 4 Kampagnen gewesen. Persönlich hätte ich erwartet, dass es gerade, du persönlich übrigens, es ist wichtig, dass der Kommentar gemacht wird. Du persönlich, also es ist eine reine subjektive Sache jetzt hier. Persönlich hätte ich erwartet, dass es gerade bei den Kindern wesentlich mehr geworden wäre. Interessant ist es, dass es relativ nah beisammen gewesen ist. Die Spendensumme. Und man muss mich nicht armselig nennen. Kann mich nicht erinnern, dass ich das getan habe, ganz ehrlich. Vielleicht habe ich das getan, aber es würde auch der Wahrheit entsprechen. Ich möchte gar nicht wissen, was Stay in einem Monat macht, beziehungsweise Placement. Dafür finde ich 60.000 relativ.
Ich mache in einem Monat, in diesem Monat ohne Donations, vor der Steuer 20.000, 25.000, nach der Steuer irgendwas um 10. Also nach Steuer und Investitionen habe ich diesen Monat mein gesamtes Geld da reingepackt. Ich habe diesen Monat nichts verdient. Ich habe meine gesamten Einnahmen diesen Monat da reingemacht. Ich habe diesen Monat nichts verdient. Ich habe mein gesamter Umsatz diesen Monat ist komplett da reingegangen. Das ist immer noch viel Geld. Ich beschwere mich gar nicht. Aber ich möchte sagen, dass ich diesen Monat alles, was ich verdient habe, da reingepackt habe. Wenn dir das nicht genug ist, frage ich dich, ob du dein gesamtes Gehalt, Retroperspektive oder auf die jetzige Sache gesetzt, dein gesamtes Gehalt einfach mal im Monat weggeben würdest. Vielleicht bist du in einer anderen Situation. Ich weiß aber nicht, warum du Spendenshaming betreibst. Das ist nämlich das, was du tust. Du findest 60.000 relativ wenig. Danach schreibst du, bitte korrekt lesen. Habe ich das nicht korrekt gelesen? Ist dir das nicht hoch genug? Spendenshaming, really? Ich mache sowas generell nicht. Du spendest nicht. Das ist auch okay. Aber wenn du nicht spendest und dir trotzdem erdreistest, solche Kommentare zu machen, wirklich, solltest du überlegen, wo dein Platz ist und in welcher Position da reingehst. Ganz ehrlich, was machst du? Was soll das? Wieso erlaubst du dir darüber zu urteilen? An einem Punkt, an dem du A, nichts dazu beiträgst, B, dir erlaubst zu werten und Spendenshaming aktiv betreibst und C, mich dafür verurteilst, dass ich nicht genug gebe, obwohl, weil ich ja so viel verdiene. Und ich dir widerlegen kann, ich habe das nochmal, ich habe mein ganzes Geld ist diesen Monat da reingegangen. Alles, alles, ist einfach alles. Ist halt alles gewesen so. Ist dir das nicht genug? Soll ich noch ein bisschen mehr geben? Willst du mich noch ein bisschen mehr dafür verurteilen, dass es zu wenig war? Das verstehe ich. Hier kommen die Tränen. Nicht nur, dass du mich damit angreifst, um mir direkt zu sagen, Bruder, das lol, du hast doch so viel, gib mal mehr. Durch die Tatsache, dass du jeden Einzelnen dafür abwehrt, also ich meine, okay, man kann sich halt schon ein bisschen ins Messer setzen, ne? Denn 1000 Leute, die sich hinsetzen und gemeinschaftlich was dafür leisten über eine transparente Kampagne, wo sicher klar ist, wo was hinkommt, für Kinder, für ein Kinderhospiz, für den Klimaaktion Wald, für Obdachlose und Seenotrettung. Bruder, wie sehr kann man sich ins Messer setzen? Die Leute haben bestimmt, die finden dich bestimmt richtig geil jetzt. Vielleicht ist es eine urdeutsche Mentalität. Vielleicht ist es auch dein Problem. Und ich glaube, es ist dein Problem. Denn ganz am Ende ist es armselig, so wie du schon gesagt hast. Es ist fucking armselig. Also ist meine Empfehlung für die Zukunft, wenn du dich mit Kampagnen auseinandersetzt, eine Wertung von dir persönlich außen vor zu lassen, besonders wenn du dich nicht persönlich beteiligst. Freu dich doch einfach, dass überhaupt was zusammengekommen ist. Freu dich doch, dass es über 500 Euro waren. Freu dich, dass es über 1000 waren. Freu dich, dass es über 2000 waren. Weil niemand in diesem Kanal, nicht mal ich, sich dazu verpflichtet, irgendwas überhaupt zu machen, sondern dass alles auf freiwilliger Basis passiert ist. Jetzt hast du dich einmal für alle zum Affen gemacht. Ich schäme mich dafür, dass du schon 2 Jahre Follower von meinem Kanal bist. Du hast den Account erstellt, hast diesen Kanal gefolgt, du scheinst es irgendwie lustig zu finden. Ich möchte sagen, dass ich mich dafür schäme, dass du das tust. Tatsächlich. Denn ich bin selber jemand, der kritisch ist. Aber das, was du gerade beigetragen hast, ist wirklich unter alles zur Schublade. Das ist sehr unangenehm. Und da muss ich einfach wieder reflektieren für mich und sagen, nur weil du meinen Kanal gut findest, heißt es nicht, dass du kein Arschloch sein kannst. Denn das hast du auf jeden Fall bewiesen, dass es das Gegenteil ist. Kuss.